vierten Mal. Ja, es ist zum vierten Mal, ich weiß es auch. Aber ja, wir einfach versuchen, an die Leistung anzuknüpfen, was wir die ganze Woche über gezeigt haben. Und dann schauen wir, was uns auf Strich rauskommt. Ich bin gut, sehr solide und ja, ich glaube, wenn wir so spielen, kann man das auch so. Es wäre natürlich eine Riesensache, der große Gewinnkampf. Ich hätte dann alle Turniere in Österreich gewonnen, bei uns auf Kitzbühel und die Stadthalle. Ja, dann hätte ich das Kapitel abgeschlossen. Ja, ich glaube, jeder Österreicher würde gerne das Heimturnier mal gewinnen. Aber wenn es nicht ist, ja, ich habe nur eine Lage. Sollte es das Einzige sein, was zählt. Und ja, die Leistung und die Ergebnisse, die spiegeln sich im Platz wieder. Ob der jetzt 15 ist oder 45, das tut nichts zur Sache. Ist es für dich noch ein Ziel, wenn du sagst, Barschik, Postbarschik ist ja nicht gerade unbekannter, auch noch einmal wirklich eine Saison so durchzuspielen, dass du auch noch einmal nachzuschauen? Das wäre natürlich mein Ziel. Und ich glaube, mit einem richtigen Partner hätte ich das auch, glaube ich, auf jeden Fall drauf. Das ist natürlich mein Basic-Postbeispiel einerseits eine super Sache, weil es ein sehr, sehr guter Spieler ist. Andererseits ist es ein Einzelspieler und ein Einzelspieler, der upcoming ist. Also der wird nicht weniger Erfolge haben nächstes Jahr wie dieses Jahr und wird natürlich seine Priorität auf Einzel haben. Von dem her wird es einfach schwer sein, da irgendwelche Masters-Ambitionen zu haben. Er hat auch gesagt, wenn ich die habe, dann sollte man bitte irgendwie jemand anders tun, weil er einfach nicht jede Woche spielen wird. Und wahrscheinlich auch nicht mehr mit ihm spielen wird, zum Beispiel, weil das halt Einzel- und Doppelbest und Final ist und solche Sachen. Aber die Optionen, die ich dann gehabt habe, habe ich gesagt, nein, ich möchte mit ihm spielen. Einfach die Wochen dazwischen und die anderen Abend spielen. Als erfahrensten im österreichischen Tennis aktiven Spieler muss man die natürlich auch zum Halbzeit halten und ihn fragen. Aber was sagst du dazu, dass er hier gespielt hat, dass er auch bei dem Doppel zum Beispiel noch dabei war und du halt auch in der Ich finde, er hat mir gezeigt, wie eigentlich immer in Österreich, was er imstande ist zu leisten. Ich finde, er hat überragend gespielt gestern. Gegen einen Top-10-Mann mit 20 Jahren. Mit der Art und Weise aufzutreten, muss ich sagen, hat jetzt wirklich selten gesehen. Der den Song von hinten weg gespielt, vom Tempo her. Und das als 20-Jähriger, also habe ich eigentlich in dieser Form habe ich das noch nicht gesehen. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann glaube ich, muss man auch ein großer Profil sein, dass er sich eine große Zukunft bevorstellt. Auch im Tennis-Cup-Team.
was ich aus den Medien erfahren habe, auch ein Davis-Kapitän. Ja. Also es hat sonst noch keine Gespräche untereinander. Redet ihr miteinander oder kennt ihr das auch nicht? Nein, wir reden ganz normal untereinander, aber nicht, also, ja. Dass ich mir mal die Frage über den Davis-Cup gar nicht hat oder nicht, das geht mich nichts an. Das ist ihre oder denen ihre Sache. Und ich glaube, Österreich braucht so einen Spieler. Und mit Dominik Thiem in dieser Form und einem dicken Jürgen Melzer und den Doppeloptionen, die man in Österreich hat, ist das ein durchaus ein Weltgruppending. Und ich glaube auch was toll ist eigentlich, dass der hier im Doppel mit 20 im Halbfinale war. Das ist ja auch wahrscheinlich eher ein Novum als ein Tennis, weil das ja eher später übergekommen ist bei uns. Ich glaube auch bei dir ist der Moment. Nein, aber ich glaube, es hat dann, dass ich mich erinnern kann, an Jürgen mit dem Alex in Kitzbühel sehr, sehr früh mal Finale gespielt. Ich weiß nicht, ob es jetzt 20 waren oder das Doppel haben es zwei sehr gute Teams geschlagen. Murray Pierce, die sind erste 10 im Race, glaube ich. War für mich auch überraschend und ich habe es nicht gesehen. Aber ja, das jetzt ein Turnier, das Doppel betrifft, das würde jetzt nicht überbewerten. Ich glaube, das wird er auch nicht machen, aber dass er Tennis spielen kann, das glaube ich, da muss man nicht drüber reden. Vielleicht noch einen Satz zum morgigen Finale. Die Gegner sind jetzt für den Laien oder für den dazu genannt worden. Klasse Außenseiter eigentlich. Ja, ich habe heuer dreimal gegen Rosold spielt mit drei verschiedenen Partnern und noch dreimal verloren. Also das kann ich dazu sagen. Ich werde versuchen, das morgen zu ändern. Und dann werden wir mal schauen, was rauskommt. Weil so wie der servieren kann und retourniert beim Rosold, dann ist es auch wurscht, wer da auf der anderen Seite steht, wenn der seinen Tag hat, dann ist er immer brandgefährlich und dann markiert er noch dann. Ja, das kam es eigentlich zum Nester, zu dieser Last-Minute-Entscheidung noch, war der ja auch frei natürlich in der Woche, aber ist jetzt auch kein schlechter. Nein, es war eigentlich mein dritter Partner für dieses Turnier. Ich habe meinen Jürgen ursprünglich gemeldet gehabt, der Jürgen hat sich verletzt, dann habe ich mit dem Rochea abgemacht gehabt und worauf mir dann am Mittwoch vor dem Turnier der Kareshi schreibt dem Rochea sein. Standardpartner aus Asien. Ja, es tut ihm leid, aber sie kämpfen noch ums Masters und er muss die Woche jetzt spielen und er hofft, dass ich es verstehe und was ich bis zu einem gewissen Grad verstehen kann, aber er hat vor zwei Wochen auch schon gewusst, dass er ums Masters kämpft. Also war das ein bisschen eine schwierige Situation und ich habe dann ein Riesenglück gehabt, dass das Nestor Baez in Shanghai relativ früh verloren haben. Und dann hat mir der Nestor geschrieben, was ich mache die Woche. Und ich möge, also wenn wir einen Mikrostart kriegen würden hier, weil er muss noch nach Kanada, dann würde er gerne spielen. Und Mittwochstart hat der Herr gesagt, kann er sich garantieren, er versucht, wenn es irgendwie geht, aber Dienstag kann er uns fix garantieren. Er hat gesagt, der Nestor kommt erst am Montag an, aber ich nehme lieber Nestor, der Montag in der Früh ankommt und spiele Dienstag, als ich spiele mit irgendjemand. Ja, das war nicht so schwierig. Danke. Danke.